Go, 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 go. Bremsen. Rausrutschen. So, ich behaupte einfach mal, das ist Gold. Es ist sogar locker Gold. Eine Sekunde unter Gold. Und direkt Vierter in der Freundesrangliste. So muss es sein. Perfekter Einstieg in diese Folge und damit herzlich willkommen zurück zu GT6. Wir fahren aktuell die IA4. Werden also am Ende dieser Lizenz die internationale A-Lizenz in Händen halten. Ja, ist das nicht schön? Dann können wir Dinge fahren, die wir auch so fahren könnten. Ich glaube, hier mache ich das wirklich mal so, wie ich es gerne auch in den Saisonveranstaltungen mache. Ich gehe mal eben kurz raus. Speichere die Runde schon mal, falls wir da nichts Besseres hinkriegen. Ich gehe mal eben kurz raus, weil leider kriegt GTS ja nicht auf die Reihe, die Geister entsprechend eigenen Zeiten anzupassen. Oder es gibt auch keine manuelle Auswahl, wo man das mal eben so machen könnte. So, hey, ich möchte gerne die Top 5 sehen und zusätzlich noch den letzten, der Gold hatte. Also müssen wir leider einmal rausgehen und jetzt haben wir die Geister wahrscheinlich, die entsprechend unserer vorherigen Zeit angesiedelt sind. Das dürften sein, ich weiß nicht, wie viele es gibt, ich sag mal, es sind 10. Dann dürften wir Rita im Kev und GT-Fan sehen, sowie Red Bull Maker, Toyota, Andreas, Niklas, Justin und vielleicht Wurstgulasch. So. Bis Rietheim ist noch ziemlich viel, bis GT finde ich. Traktionskontrolle. Nö. Geistwiederholung. Ja. So. Und los geht's. Ignoriert einfach die kurze Verzögerung, die wir jetzt hatten. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich die richtigen Gegnergeister und unseren eigenen auch wieder drin, von daher hat sich's doch gelohnt. So. Hände ans Lenkrad. Fuß auf Gas. Los. Ich habe gehofft, dass ich ihn mit Vollgas noch drin halte. Das war knapp. Aber wir sehen, das sind die richtigen Geister und leider sind auch die zu schnell. Von Anfang an schon. Okay, die Kurve ist also nicht so gut bei mir. Die muss ich noch verbessern. Na, das ist schon mal Platz 3. Neuer Rekord. Platz 3 und dann den anderen dran. Da kann man vielleicht noch was machen. Halt ihn drin! Nein! Schade. Puh.
Mann, wieder in der Kurve zu weit raus, jetzt kommen sie alle. Kev nutzt da wirklich die komplette Fläche, die zur Verfügung steht. Ich habe ihn drin gehalten. Ich habe ihn drin gehalten. Es wäre sogar Gold, oder? Wäre sogar noch Gold gewesen. Aber das bringt uns nichts. Es war halt zu langsam. Schade, schade. Da habe ich bei meinem gültigen Versuch mit der 36935 auch eine sehr, sehr gute Linie getroffen. Ne. Den will ich nicht weitermachen. Aber interessant, wie ich zumindest das Gefühl habe, in der ersten Kurve immer schneller zu sein, sowohl als alle anderen und auch als mein eigener Geist. Jetzt offensichtlich zu vorsichtig gewesen. Stück zu weit raus. Ist natürlich immer eine gefährliche Sache. Beschleunigst du da und holst noch ein bisschen was raus oder lässt es sein, gehst auf Nummer sicher. Wieder durch dieses blöde Querstehen. Verdammt! Echt schwer, die Kurve richtig zu treffen. Wieder perfekt noch drin gehalten. Das kann ich halt ganz gut, gerade im Regen. Ich hatte beim Training für das TCM1-Rennen hier auf Spa auch immer die Situation, dass ich den Lexus wirklich total verloren habe. Also der stand wirklich über 90 Grad quer. Und dadurch, dass ich Gas gegeben habe, habe ich ihn dann wieder perfekt gerade gesteuert. Also es war mehr als ein Drift von der Drehung her. Aber ich habe ihn perfekt wieder gerade gekriegt. Ich muss mir erstmal einen guten Punkt merken, wo wir bremsen können. Vielleicht hier. Und dann stehe ich schon wieder quer und rutsch raus. Das Querstehen, das ist das Problem. Vielleicht jetzt ein bisschen besser raus. Komm. Ja. Schön. Besser raus beschleunigt.
Mann, der letzte Abschnitt, da bin ich zu gut mit dem Geist, da bin ich einfach viel zu gut. Oh, zum ersten Mal hier so langsam. Vielleicht ist das ja ein Zeichen, dass ich jetzt gleich hinten schneller bin. Ist doch meistens so. Du darfst halt echt nicht bremsen und lenken. Kein bisschen. Nicht gut. Mann. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht sauer mit mir selbst sein, weil das ist meine Leistung halt so gut. Ich würde mich jetzt nicht über den dritten Platz beschweren. Aber ich möchte schon gerne mehr. Jetzt könnte es reichen für Kev. In der Shitkurve verspielt. Natürlich die Zeit nochmal verbessert. Mann, das hätte sein können. Der wäre auch noch schneller gewesen als die Goldzeit, die bis zur letzten Runde galt. Aber nicht schnell genug. Das war ziemlich fett. Nein, Kev, verpiss dich, Mann! Scheiße! Gott, so gut! Das war der beste erste Sektor, den ich jemals fahren werde.
Mann, den kannst du nur richtig geil nehmen hier, wenn du den irgendwie in Drift schaffst, ein bisschen. Ja, du musst so einen Raindrift shitten. Okay, das war auch so ziemlich gut. Zu langsam. Zu gut gefahren, aber zu langsam gefahren. Die Linie war super. Den brechen wir ab. Ich sehe da Potenzial. Ich sehe einfach das Potenzial, da noch Gold zu holen. Gold zu holen vor allem. Da noch den ersten Platz zu holen. Weil so weit weg ist Rietheim halt nicht. Oder zumindest Kev, zumindest einmal einen von den beiden schlagen. Guck mal, jetzt bin ich hier hinter Getefen und Andreas. Wie soll ich dann die beiden nach vorne kriegen? Schlechtester erster Sektor aller Zeiten. Go! Ich überlege gerade, was passiert denn, wenn ich mal versuche, die Kurve Old School anzufahren, wirklich wesentlich langsamer nochmal rein, so dass ich sie wirklich auch am Scheitelpunkt nehme. Weil so rutsche ich mich ja irgendwo außen lang und nehme dann hinten den Punkt irgendwann. Aber bei Regen gelten eh andere Gesetze. Zum Beispiel die, warum war das jetzt schneller als alles andere davor? Mein drin gehalten. Reicht mir nicht.
Ein Versuch noch, dann lassen wir es sein, dann wechseln wir zur IA-5. Können wir praktisch hier schon aufgeben? Wobei, man hat gesehen, durch die andere Linie haben wir da noch ordentlich was rausgeholt. Das meinte ich mit Oldschool. Den wirklich am Anfang schon so zu schneiden. Naja. Ich speichere die Wiederholungsdatei, finde mich damit ab, dass ich wohl darauf verdammt bin, dass ich verdammt bin, Dritter zu werden, außer auf Matterhorn, da bin ich Fünfter.